Ja, meine Damen und Herren, ihr habt's. Ich bin Hallo. Herzlich willkommen auf die Monfi. Ich bin's, euer Dustin Strich, die Monfi. Wir haben coole Gastleute dabei für unser heutiges Top-Video. Und zwar einmal den guten Pingu. Hallo, es ist Pingu Und Strich den hier irgendwie. guten. No Rope haben wir hier. Der gute Mann ist auch schon im Vordergrund zu sehen. Leute, es wird ernst, wenn dieser Mann zu sehen ist. Wir haben nämlich die Top 15 Line-Locations für euch rausgesucht und sehr detailliert sortiert und bewertet. Und hier, meine Damen und Herren, eine Location hat es leider nicht reingeschafft. Ich komme da rein und sehe allein. Was soll? Eine Location hat es leider nicht reingeschafft. Matthias stört nur. Okay, Kurz Matteo gehen. wir haben Matteo verloren. Das ist kein Problem. Komme ich wieder rein und ich Okay. Da wir jetzt reden, haben wir schon mal den Hintergrund für euch vorbereitet. Das ist kein Problem. Wir haben nach dem Intro. Jawohl, Ich nein. hab keine, ich hab kein Intro. Egal. Platz Nummer Mach das letzte 16. Intro. Gibt's Platz. ein letztes Intro? Gibt's mehr? Nee, ich war das Ziel. Nein, ach, keine Ahnung. Platz Nummer 16. Knapp nicht reingeschafft hat's. Diese Wand. Nee, das ist ein Fußboden. Das ist Diese tatsächlich ein Wand. Fußboden. Sieht eure Wand nicht so. Ja, schade. Wir Vielleicht haben dann am hier nächsten Video. Rillen, wir haben hier. Ich bann Matteo jetzt vom Discord, das reicht mir. Schreibt mal einen Kommentar. Jetzt, meine Damen und Herren, wird's ernst natürlich, wie wir es auf dem Kanal auch kennen. Wir kommen Platz Nummer 15. Donny Jackson versus Bob Eilish ERA 8L mit dem großen T nochmal, um das nochmal schön provokant Das darzustellen. acht. Das 8L. Meine Damen und Herren, es ist das sechste 8L. Ja, 16 Likes hat die Runde. Ja, 16 Likes hat die Runde. Wir haben uns dafür entschieden, dass wir dieses Video auf Platz 15 packen, wegen der weißen Wand. Die hat sehr viel. Ja, 16 Likes hat die Runde. Einfach ein Hier. tolles Video, Man sieht unfassbar. auch an der Kameraqualität, dass sich hier Gedanken gemacht wurde mit dem Jetzt zeigt er Bildrauschen. nochmal Es den sorgt für ein Finger. sehr schönes Farbbild im ganzen Und Video. Sie bietet auch viel Abwechslung. Da oben ist eine Lampe und hin und wieder sind ein paar Striche drin. Platz Nummer Ja. 14, meine Freunde. Wir haben Line Featuring Zero. Qualifikation 62 vom NRR Battle 2020 mit 11 Likes und 8 Dislikes. Was mir persönlich an der Location gefallen ist, wenn man zum Beispiel am Kameramann Abwechslung bringt. Ich finde auch hier allerdings, man hätte vielleicht eine etwas andere Location wählen können, da sie sich sehr ähnelt mit der zu anderen Videos, aber naja. Am lustigsten wäre der Gedankengang, dass man das so betrachtet, dass das eigentlich ein Fußboden ist und Line über Kopf quasi performt. Aber das ist Ja. kein Thema für dieses Video. Ein Monfi-Mythos-Video wird bald entstehen, meine Damen und Ein Herren. Monfi-Spezial. Kommen wir zu Platz Nummer 13. Line featuring Zero versus Actor. SRT Vorrunde, produced by Life and Death Productions, mit 14 Likes und einem Dislike. Ja, Was mir ganz also. gut gefällt, ist das Kamerarauschen, das sorgt für viel Dynamik in der Farbe. Ich finde auch, hier hätte man eventuell eine andere Location nehmen können, da sie sich sehr ähnelt zum Vor. Was vielleicht noch ein kleiner lustiger Gedankengang wäre, ist, wenn man sich vorstellen würde, dass es eigentlich ein Fußboden ist und Line kopfüber quasi performt. Aber das ist eigentlich ein Videothema, was vielleicht für ein anderes Video ganz gut geeignet wäre. Vielleicht an Platz Nummer 12. Ja, wir haben uns die weiße Wand hier ausgesucht und zwar bei Zayn und Line vs. Merrick 8L Finale. Er macht's richtig. Auch produced by Life and Death Productions. Diesen Namen werden wir sehr häufig hier sehen. Punkt MP4. Das ist auch das Punkt MP4-Rap-Tournament. Mit 18 Likes und einem Dislike und einem Abo mehr natürlich. Hier finde ich den Farbverlauf wieder sehr schwierig im Video. Die Wand wurde nicht, die Decke, die Wanddecke, die Decke, die Decke wurde nicht gut eingesetzt im Video. Es ist viel Bildrauschen drin und Platz Nummer finden 11 die Lampen ist Donny cool, als Jackson Abwechslung. versus No Okay. Talent Era Viertel, Dreiviertel, Viertel, produced by STVNK, XYuki und Victus, keine Ahnung. Mit 25 Likes und mit 25 Likes und 2 Dislikes, teilen, speichern, Promo-Punkt. Ja, besonders hier ist auf jeden Fall mal hervorzuheben, dass auch eine Wand zu sehen ist als Location, das ist ganz nice. Mit einem Bisschen coolen dunkel, Poster. aber das ist in Ordnung.
Es ist schön finster, es bringt die wahre Gangster-Attitüde mit sich. Seht ihr seinen Adidas-Pullover? Ja. Ich sehe den Adidas-Pullover. Oder ist das ein T-Shirt? Ja, es ist ein T-Pullover. Auf jeden Fall sehe ich sein Bandana. Lion, wenn du das siehst, Peace an dich. Grüße gehen raus an Lion. Ey, bitte kommentier mal, ob das jetzt ein Pullover, ein T-Lover. Und warum er Thematic cosplayt. Kommen wir nun zu Platz Nummer 10. Lion featuring Zion vs. Brickwall. Wie vorher auch schon produced bei Achtel, 2 Achtel, 21 Likes. Auch hier das Video sehr düster gehalten, das hat mir sehr gefallen. Atmosphäre muss nämlich auch vorhanden sein. Battle. Ja. Battle ist düster, Battle ist finster, Battle ist Krieg. Rap Battle natürlich auch. Ja. Ja, ey. Und auch hier das Licht ist sehr gut eingesetzt und der Schatten, der auf das wunderschöne Poster gelangt. Rocken Air, Air, Air. Sogar Nobob feiert das Rocken Air. Nein, das ist unsere Platzierung an dieser Stelle. Kommen wir zum nächsten Platz, meine Damen und Herren. Es ist natürlich Lion vs. Whiskers. RPB Staffel 2, 32 Till. Hashtag 03, produced by Mantra. Auch hier hat der gute... Ja. Er hat performt vor der Wand. Rock'n'Roll, wie es im Rap Battle natürlich üblich ist. Auch das wird hier natürlich oben gehalten. Eine sehr gute Location-Auswahl, deswegen auch ein verdienter Platz Nummer 2. Irgendwas. Ich finde die Wand sehr stabil und der Filter ist cool. Da komme ich mir direkt vor, als wäre ich gerade im besten Anime der Welt. So, es ist, ja. Ich gehe auf meine Anime-Liste und gebe dem hier eine 11. Dem hier eine 11. Guck ihn dir an. Ja. 2. Okay, kommen wir zum nächsten Platz, meine Damen und Herren. der nächste Platz, meine Damen und Herren, ist Lion vs. Romantik und Jay Cutter. Die haben geteamt in diesem Battle. RPB Staffel 2, 16 Till, Raute 1. Ja, es ist wieder die altbekannte Wand von dem letzten Platz, aber diesmal in einer anderen Perspektive dargestellt. Das ist nämlich wichtig. Mit einem Bild in einem Rahmen. Mit einem Bild in einem Rahmen. Diesmal haben wir Ock'n'Roll. Nicht nur Rock'n'Roll. Variantenreichtum wird natürlich auch hier an dieser Stelle belohnt. Deswegen haben wir auch hier dieses Video. Kommen wir zum nächsten Platz. Meine Damen und Herren, es ist MRT 2021 in Ecke Klammern geschrieben. Line featuring versus Taito, 32. Tell-Finale sogar. Das dritte 32. produced by... Ja, wir haben Rock'n'Roll, wie es natürlich im Rap-Battle üblich ist. Lustiger Gedankengang an der Stelle wäre auch natürlich wieder, dass man betrachtet, dass Lion einfach performt vor dieser Rock'n'Roll-Wand, während er ein Rap-Battle macht. Hier war ja auch ein sehr schöner Beat von Ted Peavey. Ja, Glückwunsch an Ted Peavey. Du hast einen guten Beat gemacht. Hast einen sehr coolen Adidas-Pullover. Den ist nicht zu verwechseln. Der ist nicht zu, Entschuldigung. Kommen wir nun zur nächsten Platzierung, meine Damen und Herren. Es ist natürlich Lion vs. Frozen, wer hätte es gedacht? NAR-Battle 2020. Wir gehen wieder ein Jahr zurück. Anfangs des Jahres. Im Februar durfte man auch rausgehen, wenn man hier sehen konnte. Im Februar durfte man noch rausgehen. Dies hat Lion sich auch zur Aufgabe. Ja. Cooler Sessel, da ist ein bisschen Zeug drauf. Pinko feiert den Sessel. Rechts und am Fenster kann man schon sehen, dass das Fenster offen ist und ein Einbrecher durch die Tür will. Man sieht auch, dass der gute Mann Bowling spielt. Ist das ein Dickter? Nee, das ist kein Dickter. Das ist ein Dickter. Bruder, das ist ein Bowling Pin hier vorne. Nein, nicht das hier. Okay. Okay. Ja, wir wissen es nicht. Nein, wie lebst du in der Pokémon-Welt? Kommen wir nun zur Top 5. Hier kommt so eine Textanimation. Top 5. Platz Nummer 5 ist natürlich Line Featuring aus der JCC versus Isamaru. Das begreife ich nicht. Versus Isamaru. 32. Finale. Vielleicht auch eine versteckte Matheaufgabe. Man weiß es nicht. Hier haben wir... Von wem ist der Beat? Life and Death. Ja, das Bild, was wir soeben gelobt hatten, ist auch wieder hier an der Wand. Eine andere Perspektive ist natürlich wieder gewählt worden für dieses Video. Deswegen ist es ja auch völlig zu Recht in den Top 5 drin vor der Rock'n'Roll-Wand. Rock'n'Roll Action Line, danke dir. Man muss sich ja aus jedem Winkel präsentieren können. Das ist richtig, Pingu. Man muss ja auch zeigen, dass... Platz 4! Platz 4, Line vs. Thunder in Klammern HR. Mini minus DGB Halbfinale 2 durch 2. 9 Likes und 1 Dislike.
Wir haben auch wieder die Rock'n'Roll-Wand. Und diesmal mit rotem Oberteil. Wir haben hier sogar eine... Warte, 9 Likes und ein Dislike. Warte, aktualisier mal. 9 Likes und 2 Dislikes. Zum nächsten Platz. Ey, ich bin ganz ehrlich, das ist gemein. Das ist gemein. Und ich werde auch dafür kämpfen, dass da ein 10er Like... Scheiße, aktualisieren Sie noch nicht! 10 Likes! Ich habe... Oh nein, warte mal. Ich habe in OBS was verschoben. Okay. Wir haben die 10 Likes geknackt. Ich habe dafür gekämpft. Wir haben technische Probleme jetzt. Kommen wir zur Top 3, meine Damen und Herren. Top 3. Sein und Lein vs. 16-Teil Finale. Produced by Comma.mp4 mit 12 Likes und 0 Dislikes. Alligator ist auch schon hier unten zu sehen. Sogar mit einem Glitch-Effekt. Das heißt, wir haben hier wieder den Mundschutz schön im Gesicht, wir haben die Puma-Mütze. Und mit dem Rock'n'Roll. Rock'n'Roll-Poster. Letzte Runde. So, wir haben noch einen wunderschönen Adidas. Hier. Wie nennt man das? Es könnte Weste? Auch. Ist das eine Jacke. Weste? Es könnte eine Jacke sein, ein Pullover, ein T-Shirt. Lion, Pingu ist sich immer noch unsicher. Ja. Er ist Lion. Er gibt auch Support. Ey, meine Damen und Herren, seid ihr gehypt? Wir sind gehypt. Wir kommen nun zu... Die höchste Punchline-Dichte. Platz Nummer 2. Line featuring Bisa und Perfekter Typ. Passend zum Feature-Gast haben wir auch natürlich die Wand wieder. 16-Till, 14-Till, 16-Till. In Klammern natürlich nochmal ausgeschrieben. Wir haben 42 Likes und 6 Dislikes auf dem MTT-Mützenträger-Turnierkanal. Hierbei ist zu sehen, dass Rock'n'Roll nicht ganz im Vordergrund ist. Das ist ein sehr, 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 sehr schlechter Punkt. Dennoch ist die Location-Wahl so gut, dass es Platz 2 sein muss. Wir haben es auch Platz 2 gegeben, weil wir möchten Lai ein bisschen loben, dass sie die Motivation gefunden hat, seine Fensterbank aufzuräumen. Fensterbank aufzuräumen. Genau. Das war ein Atle. Glückwunsch, du hast gewonnen. Sogar auch passend zum LRT-Finale gekleidet, haben wir auch den Lemon-Farbton am Pullover und eine Uhr. Kommen wir nun zu Platz Nummer 1. Au. Au. Wir haben, nicht Lion, wir haben Donny Jixon vs. Keck Metal. Battle um Platz 3. Error ist auch dabei gewesen, glaube ich. Minus, produced bei Nintendo und Rare, die haben auch mitgewirkt bei der Runde. Man kann schon sehen, warum wir es auf Platz 1 gesetzt haben. Die Farbgebung. Noch denkt man sich, ja. Okay, es ist halt einmal geändert worden. Aber wenn man hier durchgeht, sieht man hier einen Türkiston. Man sieht hier einen gelleren Türkiston. Man sieht, es wird immer grüner. Hier hat man den Doppelmittelfinger. Björn hat auch natürlich die Mütze. Wir haben alles von Line. Es ist einfach wundervoll. Und die gesamte Runde zeigt halt einfach, dass international Line auch gut besetzt ist mit Nintendo als Produktionsleitung. Das sieht man auch nicht alle Tage. Und mit Domtendo als vorgeschlagenes Video. Und als die Mann. Der gerade live ist. Der gerade live ist. Domtendo und wahrscheinlich ist live, mit Lion eine Runde zockt. Kein Interesse an Domtendo. Aber. Wir haben kein Interesse an Lion, aber danke trotzdem. Wir haben ja auch als die Manfi natürlich keine Kosten und Mühen gescheut, um auch Special Effects für dieses Video heranzuholen. Natürlich haben wir auch natürlich den Dreh. Pingu ist begeistert. Vielleicht könnte man das auch gerade als Metapher sehen, dass man uns eigentlich nur aus dieser Simulation rausholen sollte. Lion ist auch schon gefangen, ja. Und an der Fensterscheibe am Kleben. Hierbei. Es gibt leider kein Preisgeld für dieses Video, aber wir wünschen Lion dennoch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ciao!